Die OP ist wirklich sehr gut verlaufen. Wir konnten den Entzündungsherd entfernen und die Mitralklappe rekonstruieren. Wenn alles nach Plan läuft, dann können wir sie in ungefähr 2 Tagen auf die Normalstation verlegen. Was sich anhört wie ein normales Arzt-Patienten-Gespräch, man ahnt es schon, ist es nicht. Nicht in der Sachsenklinik. Besuche auch von Prominenten sind die Ärzte gewohnt. Dieses Mal ist es ein besonderer. Sarah Massuch spielt normalerweise in der Lindenstraße Dr. Iris Brooks. Jetzt bringt ein Zusammenbruch sie nach Leipzig. Medizinisch kein einfacher Fall, schauspielerisch eine Bereicherung. Weil man sehr profitiert. Also man, ich glaube auch die Zuschauer profitieren. Es reißt einfach so den Horizont auf. Und im besten Fall finden ja die Zuseher unserer Serie dann einen Weg zur Lindenstraße und umgekehrt. Bis es soweit ist, müssen zuerst die Akteure einen Weg zueinander finden. Und natürlich wäre es nicht die Sachsenklinik, ginge es nicht auch um Freundschaft. Als ich dich gestern in der Notaufnahme gesehen habe, da habe ich mich sehr gefreut. Es fühlte sich an, als wäre gar keine Zeit mehr, alles war ganz vertraut. Es ging mir ganz genauso. In dem Fall ist es so, dass die Freundschaft eben vor 6 bis 10 Jahren schon beendet wurde. Das heißt also, da gab es jetzt auch wenig oder gar keine Berührungspunkte zwischen den beiden Frauen in der Zwischenzeit. Und deswegen ist es, geht es eher darum, anzuknüpfen vielleicht und rauszufinden erstmal, warum es überhaupt zu dem Abbruch gekommen ist. Sarah Massuch spielt auch in der Lindenstraße eine Ärztin. Doch jetzt ist sie mit ihrer Filmtochter Lara nach Leipzig gekommen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, haben wir schon festgestellt, so vom Studio, vom Aufbau, von einem Raum in den nächsten, die hohen Decken. Es sind einfach andere Wege, an die wir uns gewöhnen mussten. Und was ich hier super interessant fand, war, dass man wirklich reinkommt und das Produktionsgebäude quasi schon das Set ist. Mhm. Das ist bei uns eben auch anders. Also bei uns gibt es da riesige Metalltüren, die sich öffnen und auf einmal ist man in einer anderen Welt. Die Schauspieler sind von dem Rollentausch begeistert und manche hätten schon eine Idee, was sie gern dauerhaft in der jeweils anderen Serie spielen möchten. Wenn, dann würde ich mich auch gerne in OP stellen, also nicht auf dem Tisch liegen, sondern da schnibbeln. Bösewicht. Zu sehen gibt's den Lindenstraßenbesuch bei In aller Freundschaft übrigens am 28. November. Und auch ein Gegenbesuch ist schon geplant.